So, jetzt sind wir da. Herzlich willkommen zum 5. LED-Webinar. Wir haben Halbzeit, kann man sagen. Ja, noch gar kein Bergfest vorbereitet. Das werden wir jetzt aber spannend fortführen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Überblick des Samsung LED-Portfolios. Ich bin beim Kollegen und Produktmanager Display Solutions André Mutz. Ja, Tobias Rademacher, mein geschätzter Kollege, Business Development Manager für LED. Genau, wir schauen uns heute das gesamte LED-Portfolio von Samsung an und wie man hier eben auch schon sehen kann, das ist doch relativ umfangreich. Wir haben einmal den Indoor-Bereich, dann haben wir den Outdoor-Bereich, wir haben den Rental-Bereich und ganz zum Schluss, bei LED ist es ja immer die Devise, dass man es tatsächlich mal gesehen haben muss, um wirklich den Eindruck zu bekommen, schauen wir uns den Showroom an. Ja, tatsächlich hat Samsung da ordentlich an Entwicklung was vorgelegt, sag ich mal. Relativ spät gestartet, 2017, und mittlerweile ein so strammes Portfolio. Nur mal als Beispiel das erste DCI-zertifizierte LED-Lösung sogar fürs Kino. Also das zeigt auch, welchen Fokus dieses Thema bei Samsung intern hat. Genau, was wir hier eben auch sehen ist, allein der Bereich Indoor-LED ist sehr breit aufgestellt, beginnend mit der Serie The Wall und IFJ. Das ist eigentlich so ein bisschen der Bereich mit dem kleinsten Pixel-Pitch. Da kommen wir gleich ganz näher nochmal auf die Produkte. Dann haben wir IFH, das ist so ein bisschen die Main-Serie. Diejenige, die in der Breite die SMD-Technologie anwendet. Und ganz zum Schluss, aber nicht zuletzt, auch noch die E-Serie. Das ist die Einstiegsserie. Das ist die Serie, die quasi ja einem den Eintritt in die IF-Welt von Samsung ermöglicht. Genau, dann gibt es die ganzen Produkte auch nochmal in einem anderen Cabinet-Format mit weiteren Pixel-Pitches, wie wir dann auf der nächsten Folie sehen, wo ich dann eben auch für größere Betrachtungsabstände und mit größeren Elementen einfach schneller auch größere Flächen bauen kann. Und auf die einzelnen Produkteigenschaften gehen wir im nächsten Schritt ein. Ja, starten wir mit dem Knallerprodukt im Samsung-Portfolio, mehrfach schon bei der ISI der Showstopper am Samsung-Stand gewesen, kann man sagen. The Wall, auch IW008J genannt, ist das High-End-Produkt von Samsung, ist das einzige und erste Produkt auf Micro-LED-Basis. Das heißt, das ist das, was wir auch im ersten Webinar schon mal angesprochen hatten. Das ist wirklich so richtig die Zukunft. Natürlich auch dabei ist High Dynamic Range Funktion bei LED ja prädestiniert aufgrund der starken Lichtleistung der einzelnen LED-Dioden. Hier auch integriert und bewährt das Magic Info-System, was eben dort auch benutzt werden kann. Und ja, dann atemberaubende 0,8 mm Pixel-Pitch. Das alleine ist ja schon mal wirklich beeindruckend. Also da habe ich eben auch Micro-LEDs, die von ihrer Bauform tatsächlich dünner sind als ein menschliches Haar. Und auch das hat Samsung noch weiterentwickelt. Auf der letzten ISI wurde dann schon eben die nächste Generation vorgestellt, wo wir dann einen Pixel-Pitch von 0,4 mm haben, auch mit einer mattierten Oberfläche. Also da habe ich dann eine höhere Pixeldichte schon als bei den klassischen LC-Displays. Genau, kommen wir von dem Flaggschiff-Produkt zum, ja, eigentlich auch schon relativ gut positionierten Produkt, nämlich der IFJ-Serie. Es ist die IF-Serie in ihrer, ja, vom Pixelabstand kleinsten Bauform, nämlich 1,2 mm. Die gibt es als J und als E. J ist die normale Mainline quasi und E ist der Einstieg eben in die Samsung IF012-Welt. Die haben einfach nochmal andere LED-Dioden verbaut. Da ist die IF012J eben etwas ja noch besser von der LED-Leistung her. Das Ganze im bewährten SMD-Format.
Auch hier verbaut, adaptives HDR. Wir haben auch hier den Magic Info Client, der eben ermöglicht, auch eine Samsung IF012J Serie einzubinden ins Magic Info System und hierüber Signage laufen zu lassen. All das, was man sich da wünscht. Genau, das ist ja tatsächlich eine Eigenschaft, die auch bei den weiteren Produkten tatsächlich enthalten ist, weil das ja die Version ist, die Samsung schon lange verfolgt, dass ich letztendlich über ein zentrales System all meine Anzeigegeräte steuern, verwalten kann und auch mit Content bespielen kann, egal ob das jetzt ein Electronic Shelf Label ist, ob das Displays sind, ob das Video Vaults sind oder am Ende des Tages dann eben auch die LED-Lösung. Genau, das Ganze funktioniert hier bei der IF-Serie. Das Thema bei LED ist ja auch immer der Service. Wie komme ich an meine LED-Module ran? Wie komme ich an die Komponenten ran? Es funktioniert hier eben auch per Front- und Rear-Service, sodass man hier bei einer Festinstallation quasi beide Varianten wählen kann. Die IF012J kommt mit der EMV-Klasse B-Zertifizierung, das heißt, das Cabinet ist zertifiziert, das heißt aber nicht, dass die gesamte Wand zertifiziert ist, das muss man dann immer nochmal gesondert machen, das eben nur mal zur Info, aber das ist schon eine sehr gute Zertifizierung für LED-Cabinets. Genau, wir haben hier eben 16:9-Cabinet und wenn ich daraus eine klassische 16:9-Wall mit einer Full-HD-Auflösung realisieren würde, dann würde ich eben bei einer Größe von 110 Zoll landen. Ja, das nächste ist die IF-Serie. Genau, das ist tatsächlich so die Serie, die für ein sehr breites Anwendungsszenario konzipiert ist, die eben, wo eben viele gute Produkteigenschaften zusammenkommen. Und diese gibt es dann eben auch noch in unterschiedlichen Varianten. Wir haben zunächst mal ein Pixel-Pitch von 1,5 über 2 und 2,5 mm. Auch hier haben wir die Möglichkeit für einen kompletten Front-Service. Das heißt, ich kann sie sehr dicht an die Wand bringen. Mit dem dazugehörigen Halterungssystem komme ich auf eine Bautiefe von knapp 10 cm und kann sowohl die Pixelkarten, also die LED-Module von vorne tauschen, aber eben auch das Elektronikboard oder das Netzteil. Genau, zugehörig zur IF-Familie ist auch noch die IF-HD und DL, die werden wir auch gleich nochmal ansprechen. Die sind einfach vom Pixel-Pitch noch mal ein bisschen größer. Vom Pixel-Pitch, von der Lichtleistung und eben auch von der Größe des Kabinetts, aber das schauen wir uns jetzt noch an. Genau, da kommen wir eben auch zur IF-HD-Serie. Auch die ist SMD-basiert. Auch hier haben wir die bewährten Features HDR, Magic Info. Wir haben auch den Service per Front und Rear. Wie man hier auf dem Foto aber auch schon sieht, es ist ein spezielleres Format. Das heißt, es ist nicht das klassische Format, wie es bei den IF-Panels sonst oder Cabinets sonst zu finden ist. Es ist 480 x 720 mm, wodurch sich dieses Cabinet eigentlich besonders macht, ist, dass es eben konkave und konvexe Designs ermöglicht. Das heißt, wenn wir beispielsweise in Einkaufszentren eine schwungvolle LED-Bande sehen, dann ist das beispielsweise eben mit der IF-HD Serie möglich und dementsprechend auch mit einem etwas höheren Pixel-Pitch, dadurch, dass der Betrachtungsabstand einfach etwas höher ist. Genau, da ich einen höheren Betrachtungsabstand habe, realisieren kann, ist es auch sinnvoll, wenn das Kabinett ein bisschen größer ist, weil ich dadurch einfacher eben auch größere LED-Flächen letztendlich installieren kann. Ja, und dann gibt es noch die DL-Serie. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, die DL-Serie hat ebenfalls das etwas größere Cabinet-Format und verfügt aber über eine nochmal erhöhte Helligkeit im Vergleich zur D-Serie. Da liegen wir dann nämlich bei Helligkeiten zwischen 3200 und 3400 Nit. Auch hier ist es eben möglich, die Curved Installations damit zu realisieren. Und das ist dann eben tatsächlich da, wo mehr Lichtleistung gebraucht wird. Genau, damit sind wir eigentlich schon durchs Indoor-Portfolio durch, was Samsung LED angeht. Das ist relativ breit. Wir haben da wirklich vom kleinsten Pixel-Pitch 0,8 bis hin eben, wie wir schon gesehen haben, bis hin zu 8,5 mm eigentlich ein großes Angebot eben für verschiedene Anwendungsszenarien. Ähnlich breit ist auch der Outdoor-Bereich aufgestellt, wie man hier sieht, von 6 bis 16 mm. Jetzt sieht es vielleicht auf den ersten Blick sehr kompliziert aus. Wir wollen das gleich etwas entmystifizieren. Da
es hier natürlich verschiedene Cabinets für verschiedene Anwendungsfälle wieder gibt. Ja, die XF-Serie. Ja, tatsächlich eben auch eine Outdoor-Serie, jetzt für die Art der Installationen gedacht, wo man davon ausgehen kann, dass eben die LED-Seite, also die Betrachtungsseite, den Witterungsverhältnissen eben richtig ausgesetzt ist, aber die Rückseite eben dadurch, dass ich es an einer Mauer, an einer Wand befestige, eben ein bisschen geschützter ist. Deswegen zwei IP-Klassen für die Front eben IP65, für die Rückseite IP40, mit eben auch sehr großen Helligkeiten, entsprechend für die Anwendung im Outdoor-Bereich zwischen 6300 und 7700 Nit und eben in Pixel-Pitches ja, in der großen Range verfügbar, die wir eben schon gesehen haben, von 6 bis 16 mm. Ja, hier sieht man auch nochmal kurz die Anwendungsszenarien, die eben hier von Samsung vorgesehen sind für das Produkt. Dann gibt es eben die XAJ-Serie, ähnliche IP-Zertifizierung, 6 bis 10 mm, 6300 Nit bis 7700 Nit Helligkeit, aber wie man hier sieht, eben im 1:1 Format, also einfach nochmal ein bisschen Format ungebundener. Genau, dadurch, dass ich hier ein quadratisches Format habe, bin ich in der Lage, auch andere Formen, sage ich jetzt mal, zu realisieren, andere Formate als das klassische 16:9. Interessant hier ist eben auch, dass die XAJ-Serie, gerade wenn man über ja, Outdoor-Installationen spricht, dann geht es ja auch wirklich darum, dass die gut geplant sind, dass auch der Service-Fall berücksichtigt ist. Das ist hier quasi per Design schon vorgesehen. Dadurch, dass wir wirklich nur ein Kabel pro Cabinet haben. In der Regel ist es bei LED ja so, dass wir ein Stromzuführungskabel haben pro Cabinet, mindestens eins und ein Datenkabel. Hier ist tatsächlich ein Kabel pro Cabinet und wir können vollen Front- und Rückservice vornehmen. Was bedeutet das? Wir haben auf alle Komponenten von vorne wie von hinten Zugriff. Das ist eben auch nochmal ein wichtiges Merkmal, was natürlich eben auch in der Planung berücksichtigt sein muss. In dem Fall nicht, weil es eben für beide Varianten möglich ist. Aber gerade wenn man eben ein Rear-Service-Only beispielsweise Cabinet verbaut, dann muss man natürlich eben darauf schauen, dass dahinter auch der Platz gegeben ist, dass man arbeiten kann und Service vornehmen kann. Ja, die XPS-Serie. Ja, auch ein klassisches Outdoor-Produkt mit einer wirklich nochmal gesteigerten Lichtleistung bis 9000 Nit mit einer sowohl Front- als auch Rückseite vollständig IP-zertifizierten, also IP65 ja, zertifizierten Fläche. Man sieht hier an der Abbildung auch, dass anders als bei den anderen Serien ich hier auch noch solche Shader-Reihe über den einzelnen LED-Dioden habe, die nochmal das Kontrastverhältnis verbessern, weil sie einfach das direkte Sonnenlicht abhalten. Genau. Das wäre auch der Outdoor-Bereich. Jetzt kommen wir rüber zum Bereich Rental. Hier haben wir die VMR-I-Serie. I steht für Indoor und VMR-O, O steht für Outdoor. Das heißt, zwei verschiedene Cabinet-Arten, eben geeignet für sowohl Indoor- als auch Outdoor-Usage. Die VMR-I-Serie ist mit einer Helligkeit von 1000 Nit ausgestattet. Wir haben 2,6 bis 3,9 mm Pixel-Pitch. IP30 ist ja im Indoor-Bereich eben auch ja, gar nicht mehr gefordert, wenn wir keine großen Feuchtigkeiten haben, mit denen wir arbeiten beispielsweise. Wir haben vollen Front- und Rückservice. 7,4 bis 8 Kilogramm, das ist auch sehr gut für ein Rental-Cabinet. Und die üblichen von Samsung angegebenen 100.000 Stunden, bis die LED ihre halbe Helligkeit erreicht hat. Mindestens, richtig, mindestens. Das ist so ein bisschen der Daumenwert, den die Hersteller, wie wir auch schon mal in einem der ersten Webinare gesagt haben, in denen die Hersteller immer messen, wie haltbar die LEDs sind. Was hier noch eine Besonderheit ist, ist die Installation durch eine Person ist möglich. Hier sehen wir eine hängende Installation. Bei dieser hängenden Installation ist es eben nun so, dass dort keine zweite Person benötigt wird, um die LED-Cabinets dort einzuhängen, sicher einzuhängen und zu verriegeln, sodass sie eben auch nicht runterfallen können.
Zudem, und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema im Rental-Bereich, ist, dass Kurvenbildung, also konkave und konvexe Neigung von minus 10 bis plus 5 Grad möglich. Und das ist etwas, was auch schon im Cabinet selber vorgesehen ist. Das ist etwas, was sich im Rental-Markt immer mehr durchsetzt, dass dort eben möglichst einfach gearbeitet wird. Man versucht, alles im Cabinet selber unterzubringen, ohne um jetzt eben nicht wieder mit zusätzlichen Zubehörteilen arbeiten zu müssen. Genau, also alle Produktanschaffungen, die eben so ein Rent-Produkt auszeichnen. Ich brauche nicht den ganz kleinen Pixel-Pitch, weil es in der Regel eben größere Betrachtungsabstände sind, auch für größere Installationen. Es ist eben sehr schnell, sehr praktikabel, was die Installation selbst angeht, sehr flexibel eben durch diese Curved-Möglichkeit. Und dann eben, wie gesagt, dass es eben auch durch eine Person aufzubauen ist und dass es eben all das Anforderungen, die aus dem Rental-Bereich halt kommen. Genau, hier auch nochmal der volle Front- und Rückservice. Das ist jetzt schon schwierig. Der auch hier gegeben ist. Man sieht hier eben, man kann, wenn man von vorne arbeitet, eben die gesamten Dinge durch quasi das entnommene Modul hinweg durchgeben. Ja, dann die VMRU-Serie. Ja, auch verfügt eigentlich über die gleichen Produktvorteile wie die Indoor-Serie, ist eben auch ein Rental-Produkt, bietet von der eben auch unterschiedlichste Möglichkeiten zur Installation, auch das kann hängend installiert werden, zeichnet sich aber dadurch aus, dass es eben den Witterungsbedingungen besser standhalten kann und verfügt eben gleichzeitig über eine größere Helligkeit. Ja, dann kommen wir eigentlich schon zum abschließenden Part, nämlich den Part, in dem wir natürlich auch ein bisschen herausstellen wollen, was Samsung für uns auszeichnet. Wir haben bei Samsung einfach einen Premium-LED-Lösungsanbieter, Lösung, auch in dem Sinne, dass wirklich Gesamtlösungen angeboten werden. Das Stichwort ist hier auch zuletzt schon genannt. Es gibt Pakete, die mit ganz reduzierter Komplexität auskommen, wo schlussendlich mit einer Fernbedienung gearbeitet werden kann und eine Art und Weise geboten wird, die man sonst eben schon aus dem Consumer-Bereich eigentlich kennt und die das Umgehen mit dieser LED-Technologie relativ einfach machen. Ja, tatsächlich. Und das Produktportfolio ist eben auch wirklich so, dass ich für die allermeisten meiner Anforderungen dort eine entsprechende Lösung auch finden werde. Das hat man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht im Blick, wie tatsächlich gut aufgestellt und sortiert das Samsung-Portfolio mittlerweile ist. Von den klassischen Professional Displays weiß man es ja und ist es auch gewohnt, dass man da bei Samsung tatsächlich in unterschiedlichen Serien auch alle Größenklassen und unterschiedlichste Helligkeiten findet. Und das ist doch mittlerweile sehr gut übertragen auch auf den LED-Bereich. Genau, und Stichwort LED-Bereich und Überblick über die verschiedenen Serien. Bei Samsung gibt es zudem noch, den müssten Sie jetzt sehen, einen Konfigurator, der Ihnen ja relativ einfach ermöglicht, den Überblick zu haben. Also zu sagen beispielsweise, Sie haben eine Wand, die ist jetzt 5x3 Meter. Dann sagen Sie diesen Konfigurator Fit to Wall. Und im Idealfall, ja, so ist es auch, wird jetzt eben diese Wand ausgefüllt mit dem jeweilig ausgewählten Cabinet. Das ist in meinem Fall jetzt das IF012J. Und damit hat man schon so einen ganz guten Planungseindruck, welche Cabinets man wie verwenden kann und welche Lösung dort am besten passt. Tatsächlich ist dieses Tool sehr hilfreich, eben gerade aus diesem breiten Portfolio auswählen zu können und dann eben auch in der technischen Zusammenfassung, die eben mit diesem Planungstool kommt, auch gleich rauszulesen zu können, wie ist die Auflösung, wie ist die Dimension, wie viel Controller brauche ich, um das in die Karte umzusetzen. Und das ist wirklich sehr schön gemacht. Genau, dann haben wir natürlich auch klar hohe Farbgleichmäßigkeit. Samsung arbeitet da auch mit einem, wie wir auch in den initialen LED-Webinaren schon angesprochen hatten, mit einem sehr engen Binning-Prozess. Also die Selektion der LEDs ist sehr, sehr gut. Die LEDs sind sehr hochwertig, die angewendet werden. Und Samsung ist ein Innovator im LED-Bereich. Stichwort Micro-LED initial bei The Wall schon genannt. Stichwort von André auch eben schon genannt, LED-Kino. Und eigentlich ein weiterer Punkt, das ist der Punkt 2, den kann man auch nochmal nennen, oder?
An der Stelle meinst du auch nochmal die Integration Magic Richtig. Info? Genau, ja, das ist ja der Punkt, den wir heute schon erwähnt haben, dass ich relativ einfach diese LED-Lösung mit in mein Signage-System einbinden kann. Genau. Ja, wir haben einen deutschsprachigen Support. Das ist natürlich auch ein enormer Vorteil, wenn man in Projekten arbeitet, bei denen es eben Fragen gibt oder in der Vorbereitung Fragen gibt. Wir haben Paketprodukte mit reduzierter Komplexität. Die F-Serie ist beispielsweise in Full-HD-Auflösung von 110 Zoll an aufwärts erhältlich, wo Sie tatsächlich dann ein Paket haben, was die Full-HD-Auflösung annimmt und was Sie ja mit Halterung, mit allem, was dazugehört, eben bekommen. Klar. Mittlerweile ist es eben auch so, dass die Lösungen wirklich vielfältig sind. Ich kann auch aus einem Full-HD-System natürlich auch eine Wand mit UHD-Auflösung bauen. Das funktioniert dann sogar mit HDR-Integration, dass ich eben die vier Full-HD-Walls untereinander synchronisieren kann auf die Streams. Und das ist wirklich sehr ansehnlich. Absolut, das sieht schön aus. Ja, dann ganz zu guter Letzt. Warum Samsung LED bei Kern und Stelli? Wir haben beide schon ja, sehr viel Erfahrung mit den Samsung-Cabinets gesammelt, kann man sagen. Hands-on. Wir kennen die Produkte in- und auswendig, haben schon mehrfach im Speziellen auch die EF-Serie aufgebaut, abgebaut und können da wirklich sachdienliche Tipps geben, gerade in der Vorbereitung einer Installation. Das heißt, wir arbeiten mit Checklisten, wir bereiten sie bestmöglich auf das Projekt vor, um Ihnen eben da ja, potenzielle Fallstricke zu ersparen. Genau. Gleichzeitig haben wir eben sehr guten Kontakt zu den Kollegen bei Samsung. Also wenn es da tatsächlich jetzt um speziellere Fragen, ganz besondere Anforderungen geht, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir holen da die Kollegen von Samsung natürlich sofort ins Boot, die die Planung nochmal überprüfen und auch ihre Expertise gerne beisteuern. Und ja, das ist dann schon ein großer Vorteil. Genau, wenn dann die technischen Fragen geklärt sind und es dahin geht, vielleicht mit Ihrem Endkunden eine Demo zu organisieren, dann stehen wir natürlich auch gerne bereit, das Ganze zu koordinieren und zu organisieren, gegebenenfalls eben auch mit Wissen die Präsentation für Sie oder mit Ihnen zusammen vorzubereiten und können eben Produktdemos jeder Art organisieren. Das betrifft nicht nur den Standort in Hamburg, sondern auch ja, den Samsung LED Showroom, der sich in Frankfurt befindet. Mittlerweile deutlich weiterentwickelt hat als auf dem Foto. Genau, das ist noch ein bisschen älteres Foto, aber wir wollen die Überraschung ja auch nicht nehmen. Wenn man dann tatsächlich beim LED Showroom bei Samsung ist, soll ja die Überraschung auch noch gegeben sein, dass das noch wesentlich umfangreicher mittlerweile ist. Ja, wenn Sie hier im nördlichen Raum sind und tatsächlich die EF-Serie einmal live und in Farbe sehen wollen, haben wir hier bei uns in Hamburg auch die EF-015-Serie verbaut, die man sich angucken kann, wo wir Ihnen auch gerne die Handhabung zeigen, wie funktioniert die Installation, das Produkt wirklich im Detail einmal beleuchten. Genau, das ist eben bei uns tatsächlich auch eine Anwendung, eine Installation, die bei uns im täglichen Gebrauch ist. Also es ist kein reiner Showroom, sondern dann wir haben das in unserem, ich sag mal, multifunktionalen Konferenzraum installiert. Wir nutzen das eben tatsächlich auch selber und können von daher auch einfach die Alltagstauglichkeit dieses Produktes bestätigen. Genau, das heißt, jetzt ist wieder Zeit für Ihre Fragen. Falls es Fragen zum Samsung-Portfolio gibt, dann ist jetzt die Gelegenheit. Es sind auch Kollegen von Samsung im Chat, die Fragen beantworten können, wenn die denn ganz weit gehen sollten. Genau, oder jetzt auch gerne noch eine Ergänzung in den Chat schicken können, falls wir doch irgendwelche ganz wesentlichen Punkte vergessen haben sollten. Warten wir noch ein Momentchen. Was wir jetzt leider wieder nicht vorbereitet haben, das war ja eine sehr gute Anregung aus einem der letzten Webinare, dass wir jetzt keine Referenzliste vorbereitet haben. Das ist ja auch immer ganz spannend und interessant zu gucken, bei wie vielen Installationen und unter welchen Bedingungen wurden denn schon vom jeweiligen Hersteller Installationen vorgenommen. Also es sind tatsächlich reichlich Installationen, die Samsung mittlerweile realisiert hat. Das werden wir auch tatsächlich nochmal nachholen, ne? Dass wir für unsere Hersteller nochmal eine Referenzliste zusammenstellen.
Ja, sieht es nicht so aus. Gibt es noch Fragen? Wenn, dann am besten jetzt platzieren. Jetzt ist auch Samsung-Unterstützung noch da, falls es noch Fragen gibt. So ein Webinar dient ja immer einer schnellen Übersicht, dass man eben Themen und Anknüpfungspunkte hat. Selbstverständlich sind wir auch außerhalb dieses Webinars jederzeit für Sie da. Kommen Sie gerne jederzeit auf uns zu mit Ihren Fragen. Mhm. Gut, ich glaube, dann scheinen die Teilnehmer erstmal zumindest für das Webinar wunschlos glücklich zu sein. Wir wünschen Ihnen einen guten Tag weiterhin und freuen uns, wenn Sie uns nächste Woche Dienstag, 14 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Kanal, das hatten wir ja schon mal, aber wenn Sie wieder dabei sind, dann geht es eben etwas weiter, schon in Planung, Installation, diese ganzen Aspekte. Den Überblick über alle Themen finden Sie natürlich auch immer noch auf der Startseite im Slider. Ich glaube, es dürfte aktuell Position 2 sein. Einfach ein kleines Momentchen warten und dann geht der Slider rüber. Da sind dann auch mal alle Webinar-Parts im Überblick. Also bis dahin bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen einen schönen Tag und freuen uns auf nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss.